Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, dass ich Sie wieder zu unseren Kurzmeldungen für diese Woche, für diese Ausgabe begrüßen darf. Wir starten. Und zwar, um derzeit in Wismar lebende ukrainische Geflüchteten eine bessere Mobilität in unserer Stadt zu ermöglichen, hat die Hansestadt Wismar aus dem Bestand des Fundbüros 9 Fahrräder an das Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg als Schenkung übergeben. Die Fahrräder werden ukrainischen Geflüchteten zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Hansestadt Wismar ist am 20. Mai offiziell der Charta Friedhofskultur beigetreten, die den Wert von Friedhöfen für die Bürgerinnen und Bürger unterstreicht. Damit soll ein deutliches Zeichen für den Erhalt und für die Weiterentwicklung der Friedhöfe gesetzt werden. Sonntagnacht rückte die Polizei Gadebusch sowie die Freiwillige Feuerwehr zu einem Schuppenbrand in Utrecht und zu einer brennenden Gartenlaube in Rehna aus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 16.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der eingeblendeten Telefonnummer zu melden. Seit Montag ist der Spielplatz im Lindengarten gesperrt. Der Grund ist die Neugestaltung der 1500 Quadratmeter großen Fläche. Passend zum benachbarten Bahnhof werden Holzlokomotiven aufgebaut, die unter anderem mit Schaukeln und Rutschen bestückt sind. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen im weiteren Programm.